Jetzt kommen wir zu einer weiteren Folge aus der Serie See You Seniors. Hier werden Redakteure und Redakteurinnen, die schon seit langer Zeit bei See You Television dabei sind, porträtiert. In der heutigen Folge sehen wir Fatih, der bereits seit seinem 13. Lebensjahr dabei ist. Hey, ich bin der Fatih, ich bin Fotograf für unfotogene Menschen und ich bin schon seit 10 Jahren bei See You Television. Ich habe damals schon YouTube-Videos gedreht, ich glaube, das war mit 13, 14 und irgendwie hat mir da ein bisschen mehr gefehlt. Und ich habe recherchiert, wo man so alles mitmachen kann und habe irgendwie im Internet See Television gefunden und mit Hilfe vom Jugendzentrum OPS hab ich dann zu See gefunden. Meine Motivation bei See Television mitzumachen war am Anfang Videos zu produzieren und immer professioneller zu werden. Mit der Zeit haben sich daraus Freundschaften entwickelt und es ist einfach eine angenehme Atmosphäre, hier zu sein und hier mit coolen Leuten Sachen zu erleben und dann nebenbei noch Videos zu produzieren. Da fällt mir Michi ein. Es war für mich damals immer so der Ansporn, Michi zu erreichen mit dem Wissen und mit dem Können an Technik und Drehs. Und das war mein Ansporn damals, weiterzumachen und in dem Bereich zu bleiben. Inzwischen habe ich ihn überholt und er stellt mir Fragen, wenn er sich nicht auskennt. Ich fange mal damit an. Also jedes Mal zu See You zu kommen, das war mal ein schönes Erlebnis. Es war für mich so ein Ruhepol. Ich habe mich einfach mit Technik auseinandergesetzt und dann habe ich mich mit anderen Leuten nicht auseinandersetzen müssen. Das war früher, ich war eher introvertiert damals. Mein allererster Beitrag, da habe ich den Aussichtsturm beim Hauptbahnhof gefilmt. Da hat mir der Georg geholfen und ich habe zwei Freunde angeschleppt, die überhaupt keinen Bock hatten. Wirklich überhaupt nicht. Und das war ein schönes Erlebnis, weil ich konnte die irgendwie zwingen und daraus ist auch was geworden. Und das war auch mein erstes Erfolgserlebnis. Das war das erste Mal so, ich habe was fürs Fernsehen getan. Ich habe natürlich sehr viel über Kameraführung, Dreh, Schnitt, wie spreche ich vor der Kamera, hinter der Kamera, alles gelernt. Aber ich finde, das Beste, was ich gelernt habe, ist, mit einem Menschen umzugehen. Wenn du mit einer Kamera irgendwo auftauchst, ist es ein ganz anderes Level, wie die Menschen mit dir umgehen. Und ich denke, dieser Unterschied hat mir sehr viel über Menschen beigebracht und zu verstehen, wie Menschen ticken. Das war der wichtigste Punkt, finde ich. Bei See You habe ich erst gelernt, professionell zu sein. Ich habe Selbstbewusstsein mit der Kamera entwickelt. Das hat mir dann so sehr gefallen, dass ich eine Ausbildung zum Medienfachmann gemacht habe. Ich habe für ORF und ATV gearbeitet. Ich habe für verschiedene Ministerien gearbeitet. Also ich nenne jetzt natürlich namhaften Sachen. Auch fürs AMS hatte ich einige Aufträge. Man kann sagen, dass See You für mich der Grundstein war, dass ich in dem Bereich anfange und bleibe. Ja, und aktuell bin ich Fotograf. Also wir schauen uns jetzt meine Beiträge an. Ich bin schon total gespannt. Ich sehe hier schon einen Beitrag, bei dem wir mit Caro See You Television Fünferhaus vorgestellt haben. Und ich drück mal auf Play. In der Jugendredaktion Fünferhaus. Diese hohe Stimme. Wir stellen euch jetzt die Jugendredaktion vor. Da haben wir Spiele, PC, da können wir chillen, dann haben wir, wie wir nach hinten gehen. Ja, ich habe das Bedürfnis dazu, was zu sagen. Ich weiß nur nicht, was dieser junge Fatih, der total unsicher ist und versucht, einen Fernsehbeitrag zu machen. Oh! Das war ein geiles Projekt. Macher an die Macht von Okto. Ich schau's mir mal an. Dass Jugendliche in der Öffentlichkeit ein eigenes Bild von sich selbst entwickeln, sondern dass sie sich selber schon auch entwickeln durch die Sendung. Das fällt mir besonders in der Sicht. Ich bin der Fatih, mach bei See You Television die Beiträge, bin von der Jugendredaktion. Da bin ich mit Georg zu Okto gefahren. Die haben halt Werbung für sich gedreht. Macher an die Macht. Dieses Bild beschreibt so ziemlich mein Gefühl von dort. Also richtig glücklich war ich zum ersten Mal bei Okto. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mich dort echt wohl gefühlt. Und ich bin
etwas aus mir herausgekommen. Und wir haben dort ein Interview gedreht und dann haben wir auch ein Fotoshooting gehabt. Wir haben dann Bierdeckel, haben sie mit meinem Gesicht drauf gedruckt. Und es war eine Zeit lang irgendwie überall in Wien. Wo Jugendliche sind, gibt es auch Leute, die mich kennen. Ja, wenn die sich trauen, reden die mich an. Also in Jugendzentren war das früher zumindest so, da haben die immer wieder CUTV aufgemacht, also die haben CUTV aufgemacht, weil das ja vom Verein ist. Und die Leute haben mich irgendwie erkannt und das waren halt die Leute, die Jugendlichen vom Jugendzentrum und das war für mich so, ich werde erkannt. Und das war richtig geil. Ich fühle mich alt. Also ich finde es auch ziemlich fies, diesen Format CU Seniors zu nennen. Aber es zeigt eine Entwicklung. Ich finde es total spannend. Es waren Beiträge, die ich total vergessen hatte. Ich komme mehr aus mir heraus. Ich traue mich mehr. Ich habe CU angefangen, dann habe ich 2 Filme fürs Kino gedreht. Theater habe ich gemacht, ich habe Journalismus gemacht. Nur entwickelt, weil ich vorher bei CU war. Und das ist irgendwie wunderschön, wenn ich darüber nachdenke. Und das beeindruckt auch die Leute, wenn ich sage, ich war bei CU. Jedoch weiß ich nicht, ob sich das so entwickelt hätte, wenn ich statt CU woanders hingegangen hätte, wenn ich ein anderes Hobby oder eine andere Beschäftigung für die Zeit hätte. Weil CU mich immer wieder herausgefordert hat. Ja, man kann sagen, CU hat mich geprägt. Liebe CU, du bist eine geile Persönlichkeit. Es ist super geil, wie du dich entwickelst. Natürlich, nicht jeder ist perfekt. Aber das, was du aus mir gemacht hast, das wünsche ich vielen anderen Jugendlichen, also dass du es mit vielen anderen Jugendlichen auch machst. Und dass du einfach weitere 100 Jahre in der Form weiterlebst, wie du lebst. Komm einfach her, spontan, mach keinen Termin, ruf nicht an, komm einfach. Es ist eine Jugendzentrumsatmosphäre, es ist nicht diese professionelle, also so habe ich mir das damals vorgestellt, professionell machen und professionell sein Atmosphäre. Wenn du herkommen willst, komm, ist wurscht, was du anhast, wie du aussiehst, wie du sprichst und was für eine Schule du gehst. Es spielt alles keine Rolle. Wenn du Bock hast, komm her, du wirst total unterstützt von A bis Z und hast eine geile Zeit hier. Für mich war CU so eine Entwicklung, die es so nie stattgegeben hätte oder stattgefunden hätte, wenn ich nie bei CU wäre und das habe ich vorher nie so gesehen. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich beim Verein, bei Georg und Michi bedanken. Das war unglaublich, was ich da gelernt habe. Darum mein herzlichstes Dank und bleibt so wie, nein, bleibt nicht so wie ihr seid. Entwickelt euch wie immer. Es wird ja immer besser hier. Und für alle, die Bock haben, wie gesagt, kommt vorbei. Und see you. See you. Also, wenn du Fernsehen machen möchtest, vor oder hinter der Kamera arbeiten möchtest, wenn du einfach nur Bock hast, bei einer Produktion zuzuschauen oder weltberühmt werden möchtest mit CU TV, dann melde dich entweder in deinem Jugendzentrum per Mail, Instagram, über Instagram oder über Facebook.